ist Jensiz Radio. Jensiz Radio! Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum Jenseits Radio, die zweite Ausgabe der heiteren Radiosendung. Das mal zu dem jenseitigen Jahreswechsel und auch produziert unter jenseitigen Bedingungen. Fast alle Beiträge sind im Homeoffice oder draussen an den Wohnorten von den Menschen, die die Sendung mitgestalten, entstanden. Das sind zum Beispiel 5 Leute, die im heiteren Theateratelier mitmachen, unsere On-the-Road-Moderation, die geile heilige Antenne und der Mickey in the Space haben sie in der letzten Woche besucht und zu ihren Erfahrungen aus dem jenseitigen Jahr befragt. Mit ihnen aber auch einen Blick in die Zukunft gewagt. Und auch die wunderschöne Musik, die euch durch die Sendung begleiten wird, ist im Wohnzimmer entstanden, daheim bei Shirley Grimes und Wolfgang Zwiauer zusammen mit ihrer Tochter Sophie Grimes und der heiteren Büropraktikantin Finja Kiu. Die Band heisst Teenage Songbook. Und jetzt hier live für euch nur die Fee, der Miro und Rahel. Und ich, die uns hier vis-à-vis im Studio gegenüber sitzen, ausgerüstet mit Maske, Prosecco und Cola zum Anstossen. Hallo zusammen. Hallo. Hallo, schön seid ihr da. So schön seid ihr da. Die zweite Ausgabe Jenseits Radio, die heitere Radiosendung. Wir haben uns hier zusammengefunden und wollen natürlich mit euch, die jetzt daheim höckeln. Und vielleicht seid ihr auch schon ein bisschen parat, mit uns anzustossen. Wie gesagt, wir sind ausgerüstet, wir haben uns vorbereitet und wollen mit euch anstoßen und mit euch feiern, hey, das jenseitige Jahr in der nächsten Stunde. Mit all diesen Beiträgen, mit all diesen schönen Menschen, mit all diesen guten Momenten, die wir haben können zusammensammeln. Und eigentlich würden wir jetzt den Prosecco auftun. Es braucht immer alles ein bisschen Kraft. Vielleicht lassen wir ihm einfach noch ein bisschen Zeit. Ja, das Cola ist offen. Ja, immerhin. Der Viro ist einmal schon. Genau. Wir können einfach ein bisschen mit den Gläsern klingen. Wir sagen euch dann, wenn wir so weit sind, definitiv mit euch anzustossen. Wenn jemand von uns genug Kraft aufbringt, für das Sprudelwasser aufzutun. Aber bis dann, Rahel, würde ich sagen, können wir einfach so einsteigen in die Sendung. Genau. Ja, wir steigen gleich mit einem ganz kurzen Zitat ein, das mich echt schon so ein bisschen durch das ganze verrückte Jahr begleitet. Es ist ein Zitat von Christoph Schlingensief. Er war Theatermacher und Filmregisseur und auch ein Provokateur. Und er hat mich eigentlich immer sehr inspiriert. Er ist einer der ersten Theaterschaffenden, der sehr intensiv auch mit Menschen mit Behinderungen hat zusammengearbeitet und wirklich auch sehr eng zusammengelebt und die immer so hat mitgenommen. Und das ist irgendwie so für mich immer eine inspirierende Kraft gewesen, auch so für die Sachen, die wir halt machen. Das Zitat geht so: Der Mensch besteht eben nicht nur aus Chemie, sondern auch aus ganz viel Sehnsucht. Und ich habe mich wie für das Zitat entschieden, weil ich wie das Gefühl habe, dass die Worte in jedem Beitrag stecken, die jetzt in dieser Sendung kommen. Und dass sich das im Verlauf von dieser Stunde, die wir jetzt hier via Radio zusammen verbringen, irgendwie so über allem darf entfalten und bei allen von euch so eine ganz eigene Gedanken-Sehnsuchtsreise kann auslösen. Passend zu unserem Jahresthema, das ist richtig Jenseits, und eigentlich auch zum Start jetzt in die einstündige Silvestersendung starten wir gerade mit einem Song von Polo Hofer, «Wenn mein letztes Stündli schlägt». Und die Version, die ihr jetzt gerade gehört, die ist von unserem heiteren Chor gemacht. Alle haben bei sich daheim gesungen, jetzt über die Weihnachtstage, haben sich selber gefilmt. Und der Markus, unser super Chorleiter, hat all die Aufnahmen zu einem Gesamtwerk arrangiert. Das gehört ihr jetzt gerade. Man kann es auch nachschauen, noch mit Gesichtern auf unserer Website und auf Facebook. Mach ein Fahrt zum Start.
setze Zeichen für eine lange Fahrt. Gerade so wie sind wir alle für die große Reise parat. Wenn mein Lächeln stürmisch wird, Knecht und König, dir für alle ein Sohn. Mutter im Land, wenn sie sind, ist Gott. Sie stehen nicht für mich, es muss sie, und ich weiß, es ist nicht schad, wenn ich Hörli, mein letztes Stündli, das wir hier gehört haben, in einer wunderschönen Version, wo ganz viele Menschen haben mitgemacht. Wie gesagt, ihr könnt das auf Social Media und diesen Kanälen könnt ihr das nachher schauen, noch mit den Gesichtern, mit dem Video. Und ganz viele Menschen, die dort mitgesungen haben, auch an dieser heutigen Radiosendung mitgemacht. Und mit dem übergebe ich eigentlich das Wort schon an unseren Road, On the Road Moderation der geilen heiligen Antenne und dem Mickey in the Space. Sie präsentieren euch den ersten Beitrag aus dem Theateratelier. Der ist von Mael und befasst sich noch einmal mit dem Jahresthema von Heitere. Das ist richtig Jenseits. Hier ist das Jenseits Radio, die heilige geile Antenne und Mickey in the Space. Hier vor uns sitzt Mael. Es hat ein fahnes Gesicht. Schön, bist du da. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen. Merci vielmals. Ja, da fange ich schon gerade an. Überlegungen zum Jenseits. Oder der Tod, der Pakt, der zum Leben dazugehört. Also, heitere Fahne, mach etwas draus. Ich, schon so oft von euch allen als tot gelobt worden. Doch das Jenseits habe ich noch nie gesehen. Ich und du, ein Spiegel vor Gesellschaft. Auf dem Weg zum Leben sich selber verloren. Ich schaue in den Spiegel und es schaut jemand Fremdes zurück. Zeige ich mich nicht, dann bin ich niemand. Niemand zu sein scheint für die einfachen Menschen wie ein unfühlendes Phantom. Sie muten ihm viel zu. Stiche in Herz und Seele. Bluten hinter geschlossenen Mauern. In die Ecke weiter mit drängen. Ins Jenseits. Es ist nicht das Paradies. Eher die Hölle. Doch die Welt ist nicht so einfach zu erklären. Wir alle prägt von unseren Liebsten. Jetzt Jenseits, schaut bei mir. Das ist doch Jenseits. Merci vielmal. Hides the bottles round the house, watches chat shows and the soaps, broken hearted but she copes. And Michael's out of work, feels he's sinking in the murk. He's unshaven and a mess, finds it hard some days to dress. And Stevie smashes death, cause he can't express himself. He's consumed by like his father at his age. Treat as a child, has a lovely little smile, but that means nothing to our father, cause he's never even seen
Das war jetzt der erste Song von dieser sozusagen Band zu dieser Sendung Teenage Songbook, wo wir vorhin schon haben erzählt haben, wie die daheim in ihrem Wohnzimmer all die wunderbaren Lieder haben aufgenommen haben, die uns heute durch die Sendung begleiten. Und ja, wir haben es tatsächlich geschafft und das spritzige Getränk nachher öffnen mit aller Liebeskraft, die wir aufbringen können. Und darum, liebe Leute draußen, die uns jetzt zuhören, wir haben kurz nach der 5 Uhr irgendwo, das heisst, es ist eigentlich Zeit zum Aperölen, wenn man Lust hat auf das. Und darum würde ich sagen, falls ihr irgendwo ein Getränk in der Nähe habt, nehmt es zur Hand, dreht nicht zu euren Liebsten oder auch einfach mit euch ganz selber allein. Wir stoßen zusammen an auf Sehnsucht. Auf die Sehnsucht. Auf die Sehnsucht und auf trotzdem das Jahr und allem Guten, was mit sich gebracht hat. Weil von dem hören wir nämlich im Verlauf dieser Sendung auch noch ein paar schöne Sachen. Prost! Gesundheit! Prost! Salut! Und ja, mit dem kommen wir eigentlich auch schon zu unserem nächsten Beitrag aus dem Theateratelier. Und der kommt von der Debbie. Debbie, die sich auch immer wieder Fragen stellt. Fragen nach Vergleich und Gerechtigkeit. Hier ist das Radio Jenseits. Die heilige geile Antenne. Und Mickey in a Space. Wir sind hier live in der heiteren Fahne, im gemütlichen Kiosk. Und Debbie, du bist uns seit langer Zeit heute besuchen, heute Morgen hier. Das freut mich wahnsinnig fest. Das erste Mal wieder live. Wir freuen uns. Ja, Debbie, der Jahreswechsel steht an und das vergangene Jahr war ja für die meisten Menschen ein intensives, ein spezielles Jahr. Wie war es für dich, dieses Jahr?
bisschen überzogen, würde ich sagen. Also, zuerst mal im Frühjahr ist der Lockdown gekommen, wo ja, viel mit sich gebracht, wie die Instruktion B hat geheißen, ja, du darfst nicht mehr ÖV fahren. Ich durfte mit Läden, dürfen. Ich habe vor allem meine Liebsten sehen. Das war der grösste Einschnitt eigentlich. Und ich habe nicht gewusst, wie lange. Und das war recht schwierig. Genau, und dann hat es so über Pfingsten dann wieder mal heim dürfen. Und dann hat es immer mehr gelockert. Im Sommer bin ich 30 geworden. Und das hat dann auch einiges bei mir in Frage gestellt. Wer bin ich? So Identitätsfrage und so. Und jetzt bin ich dort wieder ein bisschen draussen. Aber ja, es war ein spezielles Jahr. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Du hast jetzt gerade erzählt, bei dir war es ziemlich intensiv gewesen, das ganze Jahr mit vielen verschiedenen Sachen. Das Jahresthema von Heiterer Fahne ist, das ist ja richtig jenseits. Hast du noch etwas erlebt, wo du würdest sagen, das ist richtig jenseitig? Das ist schwierig, was man darunter versteht. ja, einfach das ganze Jahr, das Corona. Also ich finde es jenseitig, wenn man zum Beispiel wie Zug steigt, dann sieht man überall nur maskierte Leute und einfach auch im Mann das Gefühl, was sind wir da gelandet. Also, ich habe es vor Jahren nicht träumen, dass selber mit Maske laufen. Ja, ja, jetzt, heute Mittag tagt der Bundesrat nochmal. Wir sind alle ein bisschen am Zittern, was jetzt kommt. Du hast es vorhin schon gesagt. Beim letzten Lockdown bist du in dieser Institution schon gewesen. Und ja, was bedeutet das für dich? Also, oder was sind deine Ängste? Meine Ängste sind einfach, meine Liebsten nicht mehr zu sehen, nicht mehr können zum Armen, nicht mehr wegzugehen. Einfach an einem Ort gewohnt zu sein, wo ich bin. Weil ich habe das GIA für mich bedeutet, das GIA recht viel Freiheit. Genau. Mit, ich kann mal weggehen, ich kann mal hier auf die Bahn kommen, in die Heitere. Oder, ja, ich finde es als Theater. Ich habe Angst, dass es mit dem Theater noch länger geht, dass man sich halt, also mit sich per Zoom, das ist auch lustig. Aber es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn man wirklich mal weg kann vom Alltag und in die Heitere kommen und mit den anderen zum Mittagessen mal. So ein bisschen, ja, es ist halt anders, so ein bisschen Ortswechsel zu machen mit anderen Leuten und dann immer im gleichen Zimmer rumzuhängen mit dem Theater, ist zwar schon cool, aber man vermisst halt den Live-Kontakt schon sehr. Was wäre denn dein Wunsch, wo bezüglich der Massnahmen, die sie waren und die jetzt wieder kommen könnten und die jetzt auch noch sind, wo sollte anders ablaufen, vor allem so für dich persönlich? Ja, ich wünsche mir halt schon, dass Institutionen, als es nicht so hart trifft, dass wir halt nicht gleich nicht gebunden sind an Ort, dass wir gleich raus können oder damit dass ich heim kann, dass ich meine Angehörigen noch sehen kann, dass ich mich noch frei bewegen kann. Genau, das wünsche ich mir eigentlich so. Gibt es trotzdem etwas, was du als wertvoll und bereichernd aus dem vergangenen Jahr kannst mitnehmen? Ich glaube, man hat sehr viel gelernt, was es bedeutet, zusammen zu sein, was eine Umarmung bedeutet einfach die kleinen Sachen, dass es nicht immer das grosse Papier muss sein, sondern die Gemeinschaft. Ich werde so sehr als interessant schauen, sehr als interessant einmal zu sehen, wer bin ich eigentlich und einfach auch den Fragen mal ein bisschen vertieft nachzugehen, genau. Ja. Hast du Vorsätze, Wünsche, Hoffnungen für dich persönlich oder für die gesamte Menschheit auf das kommende Jahr? Das haben wir noch gar nicht überlegt. Ja, ich wünsche mir, dass das Corona vorbeigeht, genau, irgendwie, dass sich das irgendwie verdünnisiert, keine Ahnung. Dass man die Normalität herrscht, dass man die Masken abziehen kann, dass man wieder mal das Lächeln darunter sieht, aber das finde ich auch ein bisschen komisch, wenn jemand irgendwie einen Witz macht und man sieht aber das Lachen nicht, dann ist die Mimik, die halbe Mimik hat einfach verloren, genau. Das ist schon so ein bisschen einschränkend. Genau, ich wünsche mir, dass ich mehr herausfinde, wer ich bin, dass ich herausfinde, wo ich her will und so. Dass ich die Lebensfrage ein bisschen, dass sich das ein bisschen senkt, dass sich das ein bisschen, genau, normalisiert. Come to me, my darling. Lay your hand in mine. Sit with me in comfort and just turn back time. What tomorrow brings is a whole day away. For a while, for a while.
Vielleicht schon ein bisschen gemerkt, die Lieder, die wunderschönen Lieder, die wir da haben bekommen von Shirley Grimes und Wolfgang Zwiauer. In diesem Song jetzt, For a While heisst der, passen eigentlich auch sehr gut so ein bisschen in das Sehnsuchtsthema rein, das wir haben durch die ganze Sendung. Und mit diesem Lied kommen wir auch noch einmal zurück zur Sehnsucht und so auch zur Rahel. Ja, ich möchte euch einen kurzen Zusammenschnitt vorlesen von verschiedenen Texten, die ich im Verlauf von diesem verrückten Jahr geschrieben habe. Corona hat uns aus der Mitte gerissen, aus der eigenen und aus der gesellschaftlichen. Zum ersten Mal erleben wir über Monate, was die Einschränkung von Konsum, Arbeit, Berieselung und Mobilität bedeutet. Was, wenn Verzicht, Verlust, Wandel und vor allem der Tod plötzlich nicht mehr nur die anderen etwas angehen? Mit verschiedensten Maßnahmen haben wir versucht und tun es immer noch, die Infektion und auch die darum herum auftauchenden Fragen zu bewältigen. Selbstisolation, Schutzmasken, Abstandsregeln, Hände- und Oberflächendesinfektion, Zoom-Sitzungen, Homeoffice, Home-Delivery, keine Flüge, keine Küsse. Wohin auch immer die Entwicklung geht, sind wir gefragt, all die Systeme, in denen wir uns seit eh und je ganz selbstverständlich bewegen, zu überdenken und uns zu fragen, wie unsere Welt eigentlich ohne sie aussehen würde. Wollten wir das nicht schon längst tun? Was lassen wir los? Wie gehen wir mit unserer Endlichkeit um? Sind wir bereit für Wandel, auch wenn er irrsinnig scheint? Keine Gegenwart ist so gut, dass Wandel überflüssig würde, auch jetzt. Doch Wandel braucht Mut und vor allem ganz viel Sehnsucht als treibende Kraft. Der Mensch besteht eben nicht nur aus Chemie, sondern auch aus ganz viel Sehnsucht. Christoph Schlingensief. Chemie befasst sich mit der Zusammensetzung und den Eigenschaften von Stoffen sowie deren Veränderungen.
Chemie bezeichnet man umgangssprachlich auch die emotionale Feinabstimmung in zwischenmenschlichen Beziehungen. Sehnsucht ist das tiefe innige Verlangen nach einem Menschen, einer Idee oder einem Idealzustand, der noch nicht da ist. Sehnsucht ist aber auch mit dem Gefühl verbunden, den Menschen, die Idee oder den Idealzustand nicht erreichen zu können. Und irgendwo zwischen Chemie und Sehnsucht befinden wir uns als Menschen in dieser Gesellschaft, jetzt, hier. Zwischen der Analyse des Bestehenden und dem Potenzial von dessen Veränderung, zwischen gegebenen, manchmal lähmenden Rahmenbedingungen wie Markt, Alltag oder Corona und dem Mit- und Umgestalten zwischenmenschlicher Beziehungen in Zeiten von Social Distancing. Zwischen dem Wunsch nach Weiterentwicklung in Richtung einer noch nicht erreichten gemeinsamen Vision und der Angst, genau daran zu scheitern. Die Schönheit der Chemie und der Sehnsucht liegt zum Glück in ihrer Beweglichkeit, lässt man ihnen die Freiheit dazu. Das ist die Kunst, die uns hoffentlich alle auch durchs nächste Jahr tragen soll, die Kunst der Beweglichkeit. Und immer wieder seid es auch ihr, ihr lieben Zuhörerinnen, Freundinnen, Unterstützerinnen, Künstlerinnen, die uns vorwärts stupsen und unser Wirken über die Sehnsucht hinaus in die Realität tragen. Dass ihr für die gute Chemie eines jeden Anlasses in der Heitere Fahne so viel Verantwortung übernehmt, dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Und das ist auch mit einer der Hauptgründe, wieso wir weiterhin an der richtigen Zusammensetzung von Veränderung und Verlangen experimentieren wollen. Mit euch, für euch. Und hoffentlich auch bald wieder richtig zusammen. Ein gutes neues Jahr wünsche ich euch auch. Ne? Mama, ist gut. That way, fall apart twice a day. I just wish you could feel what you say. Show, never tell, but I know you too well. Got a mood that you wish you could sell. If teardrops could be bottled, there'd be swimming pools filled by models. So the tight dress is what makes you a horror. If I love you was a promise, would you break it if you're honest? Tell the mirror what you know she's left you for. Getting cold, losing feeling, getting old. Was I made from a broken mold? Hurt I can't shake. We've made every mistake. Only you know the way that I break. And teardrops could be bottled. Swimming pools filled by models. Though the tight dress is what makes you a horror. If I love you was a promise, would you break it if you're honest? Tell the mirror what you know she's heard before. I don't wanna be. I don't wanna be you.
Don't Wanna Be You. Wir sind alle sehr ergriffen hier im Studio und hören diesen Klang. Duo ist das eben von der Sophie Grimes und der heitere Büropraktikantin, der Finja Kio. Und hey, es ist wunderschön, ich bin ganz ergriffen. Ich hoffe, euch daheim geht es gleich. Von dieser schönen Musik kommen wir zu einem weiteren Beitrag von unserer geilen heiligen Antenne und dem Mickey in Space. Und ich gebe euch da jetzt einfach gerade so. Sie waren zu Besuch beim Louis. Radio Jenseits. On the road. Yes. Die heilig geile Antenne. Und Mickey in the Space. Wir sind hier zu Baitenwil und dürfen den Louis treffen auf seiner Terrasse. Wir freuen uns besonders, weil wir ihn schon seit längerer Zeit nicht mehr live haben gesehen. Komm, wir gehen mal klopfen. Ja, das ist doch gut. Hallo. Hey, Louis. Hallo. Ciao. Schön, dich zu sehen. Ja. Ja, Louis. Der Jahreswechsel steht an und das vergangene Jahr ist ja für die meisten Menschen auch ein sehr intensives, spezielles, vielleicht auch ein bisschen jenseitiges Jahr gewesen. Wie war es für dich? Also für mich war es sehr speziell gewesen. Und vor allem, als jetzt das Jahr hat angefangen auch mit der Corona-Krise. Also es ist für viele Leute sehr schwierig. Und es gibt ja auch viele Leute, die können die Leute nicht mehr sehen. Und das ist noch schwieriger. Und dann schlägt es fast auf die Psyche. Und das ist jetzt zum Beispiel bei mir so. Also was auf die Psyche schlägt. Aber jetzt müssen wir halt da durch. Ja. Ja, also du hast jetzt gesagt, es kann Herausforderungen gegeben haben in dem Ganzen. Und du wohnst ja in einer Institution, du lebst in einer Institution. Genau. Und wie ist denn das jetzt bei dir so, mit eben Leuten treffen oder wie hat sich dein Alltag verändert? Also mein Alltag hat sich so verändert, dass ich meine Kollegen nicht mehr sehe. So, dass ich noch ein bisschen mehr Freiraum habe irgendwie für meine Hobbys. Gibt es etwas, was du als wertvoll und bereichend kannst mitnehmen von diesem letzten Jahr? Also vom letzten Jahr zum Beispiel natürlich das Theater. Logisch. Schön. Und hast du noch irgendwelche Hoffnungen oder einen Vorsatz für das neue Jahr, das dich betrifft oder auch die gesamte Menschheit? Also Wünsche und Ziel. Also mein Wunsch ist, dass es mir seelisch wieder gut besser geht und dass ich eine neue Liebe anfangen kann. Es gibt so ein berühmtes Lied von den Amerikanern. Etwas mit «We are the world» heisst ja das Lied. Und das wollte ich sagen, dass den Leuten, was nicht gut geht, dass es ihnen wird besser gehen. Ja, und Louis, du bist ja ein Kreativkopf in verschiedenen Bereichen. Und du hast vorher angedeutet, dass du noch einen Text hast, den du vorbereitet hast. Genau. Willst du den noch mit uns teilen? Ja, also der Text geht um, wie soll ich sagen, es geht irgendwie um die Menschheit, sagen wir es so. Die Menschheit ist so, wie sie ist und nicht anders. Genau. Ja, manchmal sind es die einfachsten Sachen, die gesagt werden, die irgendwie auch die wahrsten sind. Die Menschheit ist so, wie sie ist und nicht anders. Der Louis, der ist besucht worden von unserem Moderationsteam, von unserem On-the-Road-Team, und sie sind dann auch noch weiter gereist zum Claudio auf Münzigen. Der Claudio, der seines Zeichens der einzige Mensch ist, der grösser ist als sein Kontrabass. Und das er zu erzählen hat, das zeige ich euch jetzt. Hier ist das Jenseitsradio. On the road. Die heilig geile Antenne. Und Mickey in the Space. Wir sind in Münzigen beim Claudio.
Und der Claudio steht hier auf Abstand vor uns mit seinem wunderbaren Kontrabass. Ja, Claudio, bitte. Merci vielmal für deinen kulturell-musikalischen Beitrag. Es freut uns sehr fest. Jetzt haben wir da noch ein, zwei Fragen an dich. Nämlich, das Jahresthema von Heiteren Fahnen ist, das ist ja richtig jenseits. Ja. Hast du in diesem Jahr irgendetwas erlebt, das richtig jenseitig war? In diesem Jahr war es jenseitig, dass wir das Atelier eigentlich live können machen und nachher nur noch über Zoom. Das war für mich jenseitig. Gibt es etwas, was du als wertvoll und bereichend aus dem vergangenen Jahr kannst mitnehmen? Ja, das gibt es. Dass ich in diesem Jahr gesund geblieben bin. Und hast du Vorsätze oder Wünsche, Hoffnungen für dich persönlich oder für die gesamte Menschheit für das kommende Jahr? Ich wünsche meinen lieben Mitmenschen gute Gesundheit für im nächsten Jahr. Jail, it's kind of funny.
Belly Ache, nochmal Teenage Songbook hier, die wunderbare, neu kreierte Band gewissermassen, die sie durch die Sendung begleitet. Und ich habe vorhin, wo das Lied ist gelaufen, gesagt, jetzt wird es ein bisschen lüpfiger in dieser Musikgeschichte und eine sehr lüpfige Person, wenn man dem so darf sagen, würde ich jetzt mal meinen, so wie man ihn beschrieben hat, ist auch der Peter. Und der Peter ist ein Mensch, ein bunter Vogel hat es geheissen. Ein bunter Vogel, der an jeder Rollstuhl Disco mittanzt. Und die geile heilige Antenne und der Mickey, was ist es? Mickey in the Space. Der Mickey in the Space. Hey, auch ihn besucht. Und ja, mit dem kommen wir schon zum letzten Besuch, zum letzten Beitrag von diesen Besuchen, die wir haben gemacht und all die Menschen haben besucht. Das ist der Beitrag vom und über und mit dem Peter. Hier ist das Radio Jenseits. Die heilige Antenne. Und Mickey in the Space. Ja, Peter, der Jahreswechsel steht an und das vergangene Jahr war wahrscheinlich für die meisten ein intensives gewesen. Wie war es für dich so gewesen? Fangen wir mal den Positiven an. Dank dem Corona haben wir tolle Highlights gehabt. Wir haben hier in der Nachbarschaft immer am Abend um 6 Uhr gesungen im Garten. Und ich singe sehr, sehr gerne. Und dort auch Kantorgeln und Gitarren. Dann habe ich einfach losgesungen. Bella, sie kommen, Angelo. Dann kam eine wunderbare Frau gekommen, die gesagt, sie hat mir den Tag gerettet. Und dann habe ich gesagt, singt ihr mir so eine, ich habe einfach eine Stunde Begegnung gehabt. Und es gibt Sachen, die man vielleicht intensiver erlebt, als so im normalen Alltag, wo alles gleich läuft. Ich fahre auch mit dem Velo manchmal jetzt durch, wo ich noch nie gefahren bin, in der Gegend, und entdecke Neues. Da habe ich den Feyali Hub entdeckt, einen wunderbaren Kraftort mit Linden, wo ich 10 Jahre noch nie gewesen bin. Das ist ja so ein Highlight. Ja, man muss einfach an den kleinsten Sachen kann man Freude haben. Zu jammern, ist nichts. Ja, das Jahresthema von Heiterer Fahne ist ja, das ist richtig Jenseits. Und das kann man ja so verschieden deuten. Was hast du als richtig jenseitig erlebt? Ja, für mich ist manchmal jenseits, dass ich wirklich ein Sachen mache, die andere nicht machen. Ich bin kürzlich im Migros Konsumkönig, habe ich durch die Maske mit der Verkäuferin geblödelt und er habe ich auch versingen. Wir wollen nicht lernen wegen diesen Viren. Nein, wir wollen doch lieber feiern. Und so, und er sind Leute nebendurch. Wenn es noch mehr so Leute gibt, die so ein bisschen spinnen vielleicht, oder einfach aus der Verzweiflung auch Freude, wenn man kann, die Leute rauf. Ich bewundere auch die Leute, die den ganzen Tag mit Maske laufen. Man muss auch das sehen. Ich bin pensioniert und bin sehr privilegiert. Was war jetzt anders in deinem Alltag? Ja, es hat Einschränkungen gegeben. Ich konnte nicht mehr zu meinem Freund kommen, wo wir jetzt eine 60 Jahre Freundschaft haben. Im Februar wird die 75. Mit 15 haben wir uns kennengelernt. Und es ist eine sehr intensive Freundschaft, wie immer noch. Und er ist im Moment auch schwer krank, hat Polyarthritis. Und ich würde gerne nach Gran Canaria gehen. Und wir wären auch gerne nach Griechenland gehen, Qigong machen. Oder einen Jodelkurs mit Körperarbeit ist ausgefallen. Das waren schon so negative Sachen, wo Singstunden jetzt live bei jemandem ist einfach das Singen. Das ärgert mich sehr, dass man quasi das Singen verbieten will. Und ich singe halt auf dem Velo extra, erst die Gurten auf, die Königin der Nacht müssen singen. Und das hat so gut da. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Dass auch die Wut raus kann, die halt auch da ist. Und dass man es nicht den anderen ablebt, sondern einfach ja, kann sublimieren. Also, du hast jetzt eine ziemlich breite Möglichkeiten aufzählt von allem, was passiert ist. Und du hast auch sehr viele positive Aspekte genannt, persönlich wie auch für mehrere Leute. Und da ist jetzt die Frage, was hast du das Gefühl, was das Wertvollste ist von allem dem, was du jetzt hast aus diesem Jahr mitnehmen? Ich versuche,
herauszufinden, was ist für mich wichtig oder was ist für uns wichtig. Und das sind meist so Erlebnisse, wenn wir theatern unter eurer Leitung. Eben wenn eine junge Frau kommt und sagt, ich bin Autistin. Und dann macht sie so bang und dann haben wir eine wunderbare Frau. Und wenn ich am Boden bin und wo du aufstehen kommt, kommt springen und sagt, geht's Peter, Eti? Einfach so viel Herzlichkeit um ist. Oder so ein vierjähriges Mädchen, das beim Kreiden, malen Strassenkreiden in Abaga-Gruppe und die flüstern mir zu, gell Peter, im Sommer haben wir dir alte Knochen gesehen. Das war nicht so schön. So etwas ist in mir nicht gerannt. Wie so kleine Menschen oder auch in heiterer Fahne, sogenannte Leute mit Einschränkung, so viel Liebe da ist, so viel Wärme da ist. So berührende Momente. Und da kann ich halt auch rennen. Das ist nicht, weil ich traurig bin, sondern ja, weil ich halt ein Gefühlshäufchen bin. Und das kann man in heiterer Fahne sehr gut leben und muss nicht irgendetwas spielen, wo man nicht ist. Und da bin ich auch im Alter immer am Suchen. Ich bin einfach dir. Und das reicht, führig. Hast du Vorsätze? Ja, bis einfach dir. Und das reicht, führig, sagt der Peter. Ein wunderschöner Schlusssatz von diesen Psyche, die wir gemacht haben, von all diesen Menschen, die ganz fest sich sind. Und genau, das ist einfach ein schöner Schlusssatz. Einfach sich sein. Und das reicht. Und sicher auch etwas, was wir mitnehmen können in das nächste Jahr, wo wir schon ganz gleich starten hier. Das ist nämlich eine Silvester-Sendung hier live für euch. Und mit dem kommen wir eigentlich auch schon zum grossen Final von unserer Silvester-Sendung vom Jenseits-Radio. Und da muss ich fast zuerst ein Lied ablassen, weil um das geht es nämlich eigentlich. Das ist der Tischbomben-Song. Ah! Die Beiz ist zu, die Bühne leer, allein zu Haus, das Herz ist schwer. Der große Wunsch nach Leidenschaft, nach Freudentanz und Piff und Pacht. Doch voll bepackt mit Lebensglück, mit ihrem Glitz und Glam bestückt. Eine gute Abschussrampe und eine feuerfeste Unterlage. Ich lasse mich drauf ein und zünde mutig die Schnur. Ich wünsche mir eine Tischbombe, heitere Tischbombe. Bombe, 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 Bombe. Ich zünde meine Tischbombe, meine Tischbombe. Bombe, Bombe, Tischbombe. Ja, wer sich jetzt gefragt, was der Hauch? Was ist das, ein Tischbombenlied in diesem Moment? Merci vielmal Moritz Alfons, der uns ein Lied hat geschenkt oder das Lied der heiteren Fahne hat geschenkt und der heiteren Fahne Tischbomben nämlich. Und wir kommen zu dem Highlight, zu dem Höhepunkt oder zu dem Abschluss einmal von dieser Sendung, der Tischbombenverlosung. Tischbomben, die heitere Fahne selber hat, hergestellt, eine riesige Tischbombenmanufaktur. Es hat 300 Tischbomben, sind im heiteren Kiosk seit Anfang Dezember verkauft worden und in jeder von diesen Bomben war ein Nümmerli drin. Fast so ein bisschen wie ein Tombola-Los gewissermassen. Und hier im Studio haben wir jetzt 10 heisse Preise und der Miro hat schon fleissig die Zettel alle schön durcheinander gemischelt und ist parat. Vielleicht hockt ihr jetzt daheim und habt euer Nummerli vor euch und wartet darauf. Auch vielleicht wird euer Nummerli gezogen. Und voilà, wir kommen zur Verlosung von diesen Preisen aus diesen Tischbomben und die Fee und die Rahel wissen dann immer auch noch eine kleine Sehnsucht,
Sehnsuchtsgeschichte zum Preis. Sie haben natürlich einen unglaublich tollen Trommelwirbel vorbereitet, dass der Miro da genug Zeit hat, jeweils die Preise zu ziehen. Und Rahel, vielleicht erzählst du noch schnell für die Leute, die jetzt daheim hocken mit diesen Zettel, die hängen mit diesen Zahlen, wenn sie dann die Preise gewonnen haben, wie kommen sie dann zu diesen Preisen? Genau. Also entweder kann man die Preise bei uns im heiteren Kiosk abholen, zu den Öffnungszeiten. Ich glaube, die sind im Moment am Mittwoch, am Samstag und Sonntag. Kann man sonst aber auch auf unserer Website nachschauen. Und wir werden die Lösli-Nummer auch noch einmal auf unserer Website publizieren. Und man kann sich auch noch per Mail an uns wenden, wenn man den Preis vielleicht nicht im Kiosk abholen kann, sondern man zugeschickt bekommen oder eine Frage hat. Und das wäre die E-Mail-Adresse kultur@dieheiterefahne.ch. Gut, und Miro, bist du parat? Ja. Ja, okay, gut. Also dann würde ich sagen, wir ziehen mal das erste Nümmerli, Miro. Also, liebe Leute daheim, 248. Und was hat die Person mit der Nummer 248 gewonnen? Übernachtung im Wohnwagen. Ha. Sehnsuchtsorte, Reisen in Gedanken, Weiterentwicklung. Nach den Sternen greifen, Sternschnuppen fangen, raus in die Welt, Begegnungen leben. Zu verreisen, wieder nach Hause zu kommen, Momente bewahren über den Moment hinaus. Sehnsucht, die Suche nach Begegnungen, raus in die Welt, Momente sammeln, nach Hause kommen und die Momente verarbeiten. Kommen wir zu unserem nächsten Preis? Oder sind wir schon so weit? Sind wir schon so weit? Miro, bist du so weit? Wir sind so weit. Ja, ja. Gut, immer wieder gespickt mit kleinen Sehnsuchtstexten von Rahel und von der Fee, passend zu den Preisen. Kommen wir zum... Ui, hoppla. Kommen wir zum nächsten Nümmerli. 278. Das nächste Preis kommt mir vor wie bei einem tollen Lotto-Match. Und was wäre denn der Preis? Vorgartenparty mit Mothership. Ja, die Sehnsucht, das Leben zu feiern, obwohl es vielleicht manchmal im Moment auch nicht so viel zu feiern gibt. Aber gleich, wir wollen das Leben feiern. Und zudem aber die Leute nicht vergessen, die sonst vielleicht schon immer vergessen gehen. Und vielleicht uns auch mal überlegen, wie man es irgendwie noch besser herbekommen würde, das Thema vom Sterben und vom Tod noch besser in die Feiern von unserem Leben einzubauen und irgendwie zusammen anzugehen. Wir kommen zum nächsten Preis. Miro, macht dich parat. Ich glaube, ich sehe, okay, ich glaube, er ist so weit. Ja, ja. Und... 202! Uhr. Eine Uhr. Sehnsucht braucht Eigensinn. Eigensinn, nicht Egoismus. Seinen eigenen Sinn bewahren. Sich eine Stimme geben. Sie erheben, sich selber bestimmen. Wir kommen zum nächsten Preis. Oder zum nächsten Nümmerli beziehungsweise. Und ich sehe, das ist mittlerweile schon... 194! Ein Mixer! Eigensinn. Ja, ist der Eigensinn im Dienst vom Egoismus oder von der Empathie? Und was ist eigentlich die richtige Mischung von positiver Kraft, von treibender Kraft, von Sehnsucht und eben dem schmalen Grat, wo sie dann kippt und so von einem Besitzer greift und einem so auf dem Nacken sitzt und einem nicht mehr loslässt und ändert lähmt?
Was ist die gute Mischung? Mit dem Mixer bekommt ihr das her. Ich bin sehr gespannt, was das für ein Mixer ist, was da zu gewinnen gibt. Das ist wirklich ganz spannende, obskure Preise, was da zu gewinnen gibt. Wir sind bereit für den nächsten. Pizza-Abend für 5 Personen. Oh, wow. Hamburger ist mein Bild der Sehnsucht. Ihn kann ich mir selber bauen. Freiheit und Selbstbestimmung. Ich kann mir selber eine Stimme geben, der ich gerne zuhören möchte, im Austausch mit mir selber. Trotz allem, voller Vorfreude auf den Pizza-Abend mit meinen Freunden, wo ich mich dann wieder mit ihnen austauschen kann. So, wir sind schon ihr Hälfte angelangt von dieser Verlosung, von diesen tollen Preisen, die ihr allenfalls in euren tollen, heiteren Tischbomben habt. Wir kommen zum nächsten Preis. '99, ein Klavierkonzert im heiteren Saal. Und da muss ich vielleicht noch präzisieren, ein Klavierkonzert auf einem verstimmten Klavier im heiteren Saal. Und dieser Preis, der bedient oder macht sich auf die Suche nach der Sehnsucht gegen Gleichgültigkeit. Mit dem meine ich eigentlich, dass wir eben nicht vergessen, dass es nicht nur uns gibt, und dass es nicht nur unseren Weg gibt durch die Pandemie, sondern dass es eben auch ganz viele Leute gibt, die sehr direkt und sehr stark betroffen sind von dieser Infektion. Und dass es auch viele Leute gibt, die irgendwo allein krank rumliegen oder auch allein sterben. Und die Sehnsucht gegen Gleichgültigkeit, mit dem möchte ich eigentlich dazu aufrufen, dass wir eben alle irgendwie auch an diese Menschen denken. Die nächste Ziehung von der nächsten Zahl. Ich glaube, wir sind nachher. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. 150 Yogamatte. Die Einsamkeit verflüchtigt sich ins Alleinsein. Die Sehnsucht entfaltet sich im Tatendrang. Die Selbstkritik wird zum kritischen Hinterfragen und die Selbstzweifel werden zur Inspiration. Und so beginnt meine Reise hinaus in meine Welt zu euch. Wir machen jetzt Schlag auf Schlag weiter hier. 18. Club der Freunde Mitgliedschaft. Yeah! Da ist natürlich die Sehnsucht drin, Freundschaften zu pflegen. Freundschaften zu pflegen, obwohl man sich aber vielleicht im Moment gar nicht so direkt begegnen kann. Aber sich auch mal überlegen, was das eigentlich bedeutet, Freundschaften zu pflegen. Oder auch, was es braucht, für Freundschaften zu pflegen. Zeit vielleicht? '123. 50 Kilometer fahren mit dem wunderbaren, grossen, schönen alten Blöffertaxi. Wow! 50 Kilometer blöffen. Wir blöffen im Geheimen von unserer Sehnsucht getrieben. Wenn das Sehnen zur Sucht wird, vielleicht wird es dann 50 Kilometer zur Fahrt mit und ohne Blöffen. Den Gedanken nachreisend. Zwölf.
Nummer 12, der letzte Preis von dieser Verlosung, der 10. Preis. Und was haben wir, Miro? Die Nacht bei der Jahreseröffnung vor heiterer Fahne. Hoffentlich im März 2021. Jubi! Ja. Wisst ihr, wie schön das es wäre? Oh. Und es ist natürlich die Sehnsucht, die heitere Fahne endlich wieder aufzutun und Menschen mit Kultur in Berührung zu bringen und endlich wieder mal das machen, was uns eigentlich die Identität gibt, warum wir das machen, der Wahnsinn. Ja, die Sehnsucht, dass es irgendwann auch wieder losgeht. Und das wär's gsi von unserer Verlosung von all diesen tollen Tischbomben, die 10 GewinnerInnen, Preise, die ihr könnt, abholen beim heiteren Kiosk, wo ihr aber euch auch nochmal, wenn ihr jetzt nicht ganz sicher seid, ob jetzt wirklich euer Nummerli ist gezogen werden, auch nochmal auf der Homepage nachschauen. dieheiterefahne.ch ist nämlich die Internetadresse, die ihr braucht. Und, für uns ist es jetzt schon langsam Zeit, uns zu verabschieden. Das ist vergangen wie im Flug. Und ich glaube, wir verabschieden uns ein bisschen in diesem Moment, aber nicht ohne erstens sicher nochmal mit euch anzustossen, nämlich Juhu! Genau. Gutes Neues! Ja. Euch ein wunderbares, gutes Neues zu wünschen, einen schönen Abend mit den Menschen, die um euch herum sind, oder auch, wenn ihr allein seid, hoffentlich einen schönen Abend. Und nicht ohne eine kleine Aufforderung an euch. Rahel? Genau. Wir haben uns da noch etwas überlegt, nämlich. Ja, wenn man doch jetzt schon nicht irgendwie Party machen kann und irgendwie Clubs kann oder viele Leute sich zusammen versammeln zum Tanzen, haben wir gedacht, es wäre mega cool, wenn ihr zu dem letzten Lied, das ihr jetzt hört, das man auch auf unserer Website nachhören kann, es ist auch ein Lied vom Chor, würdet eine kleine Tanzchoreografie einstudieren, heute Abend mit den paar Leuten, die ihr den Jahreswechsel verbringt. Das würdet auf Video aufnehmen und uns würdet schicken. Und der Markus, unser Chorleiter, wird eben all die Tanzchoreografien zu einem wunderschönen Gesamtwerk zusammenschneiden. Und es ist eben nicht eine Kopie, sondern es ist das Originelle vom Original. Und ja, wir zeigen euch jetzt den Song und ihr könnt hier jetzt einfach anfangen, so dazu tanzen, nicht wahr? Ohne noch Video und weiss nicht was, oder das später machen oder wie auch immer, dass es euch gefällt und beliebt. Gibt es noch Abschlussworte hier, Rahel, Fe, Miro, wo wir den Menschen mit rausschicken in den gewissermassen letzten Tag vom Jahr? Lass uns uns begegnen. Auch im 2021. Was sollte ich dazu sagen? Was sollte man sagen? Der allumfassende Love. Oder auch einfach Everybody's Somebody. So heisst nämlich unser letzter Song, den wir spielen hier in dieser Sendung. Wir schicken euch die allerliebsten Grüße in den Abend und sagen merci, seid ihr dabei gewesen. Und tschüss! Liebe Leute, hier ist das Heiterchörli live aus der Heiterfahne. Ein grosser Applaus! Everybody needs somebody, everybody needs somebody. I need you. Everybody needs somebody, I need you. Everybody needs somebody, Someone to love, a sweetheart to miss, a sugar to kiss, I need you, you, I need you, you, in the morning, when my soul's on fire. Ich vermisse heitere Fahne so sehr. Hey Marie, wie geht's dir? Du baust mir. Everybody needs somebody. Oh, I need you. Oh, I love you. Everybody.
wieder mal eine Live-Band ansagen in der heiteren Fahne. Ein grosser Applaus! Euch. Wir freuen uns, euch wieder zu sehen, euch zu umarmen. Hey, wo seid ihr? Vergesst uns nicht! Alles wird gut! I need you. Gern.